Matchday, es ist wieder soweit. Spieltag. Wir spielen heute gegen den Tabellen-12. Gehen direkt rein ins Spiel. Eine Sache habe ich noch, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, tut es bitte. Lasst den Daumen nach oben. Für euch sind es nur 2 Klicks. Aktiviert von mir aus auch die Glocke, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst. Ja, und jetzt gehen wir wirklich rein ins Spiel. Oh, wir starten in der 5. Minute mit einem Einwurf, lang die Linien runter. Dann rennen Maxi und ich den Ball hinterher, erobern den Ball, Gegner foult und Freistoß. Der wird durch Kevin ausgeführt auf die kurze Ecke. Ah, leider hinters Tor. Wieder Einwurf. Ah, da verlieren wir den Ball, aber Jenne ist da, erobert ihn wieder und schießt, aber leider übers Tor. Der Gegner mit einem Angriff am Torwart vorbei und da steht es 1-0. Da pennen wir noch vollkommen. Hier spiele ich den Ball auf Roland. Der spielt Robin auf Maxi. Lässt seinen Gegner gut stehen. Flanke rein. Leicht abgefälscht, da komme ich nicht dran, aber im Rückraum ist Marc. Der legt den Ball nochmal quer. Kevin tanzt sich durch, Abschluss, aber der Torwart ist da. Na, jetzt in der Situation ist hier Kevin am Ball, spielt den ab, kriegt den Tritt auf den Fuß. Und in der Situation sehen wir, er muss leider runter. Gute Besserung an der Stelle. Hier seht ihr das 2-0. Das musste ich schon verlangsamen, weil das auch zu schnell für den Kameramann war nach dem Einwurf. Also ganz bitter, da sind wir jetzt so am Schwanken, da fast das 3-0. Also wir sind komplett nicht da als komplette Mannschaft. Gehen jetzt auch schon in die 43. Minute. Spielen den Ball schön lang nach vorne. Torwart ist da. Aber der Nachschuss, Chip und... Ah, da steht der Spieler auf der Linie und klärt das Ding. Das war somit unsere beste Chance in der ersten Halbzeit. Szene vorbei. Jetzt gehen wir auch schon in die zweite Halbzeit. Langes Ding nach vorne. Über die Außen. Quergelegt. Ah, den Ball kriegt er nicht komplett kontrolliert. Aber das war so das typische Bild von uns allen. Verspringt der Ball. Setze ich nochmal nach. Erober den Ball. Da hätte ich den Robin eigentlich schicken müssen. Oder ich glaube auch ganz links, der Sascha war auch frei gewesen. Habe mich für die falsche Entscheidung entschieden. Und ja, jetzt Diagonalball von mir auf Robin. Und ihr seht es wieder, heute klappt irgendwie gar nichts. Jetzt passt Andi schön auf, erobert den Ball. Jetzt ein bisschen was für die Galerie. Kleine Zidane-Drehung, spielen den Ball dann jetzt raus auf Sascha. Der geht bis zur Grundlinie, schlägt einen Haken, legt den Ball hoch. Marc ist da, aber der Abschluss leider weit daneben. So, Ecke, Wolle geht hin, fällt und der Schiedsrichter pfeift Elfmeter. Hier in der Zeitlupe nochmal, der Gegner hebt das Bein. Und ja, trifft den Mann im Kopf, Elfmeter, Marc nimmt sich die Kugel und 1-2. Geht da jetzt doch noch was? Kämpfen wir uns jetzt langsam ins Spiel rein. Direkt eine Minute später. Wolle läuft durch in den 16er rein und leider am Tor vorbei.
Torwart, langes Ding. Ich köpfe ihn links raus. Bringt den Ball rein, aber leider zu steil. Wolle eigentlich unser Torwart. Sascha spielt auf Robin. Aber auch da von zwei Leuten bedrängt. Der Abschluss war schwierig. Und jetzt nochmal erober ich den Ball, spiele auf Roland. Der setzt sich durch. Abschluss. Aber auch dann am Tor dran vorbei. Ja. Und das war's leider. Ganz, ganz bittere Niederlage. Das war leider nichts. Ein Sonntag zum Vergessen. Frühes Verletzungspech. Kam überhaupt nicht ins Spiel rein. Die einfachsten Sachen. Ist irgendwie keinem gelungen. Abhaken. Sonntag das nächste Spiel. Ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein. Bis dahin. Gut Kick.